zwei, eins, senden! So einfach. Ah, ja! Moin, Leute, willkommen zu Folge 2, 7 vs. 2. Wir reden nicht lange, sondern gehen direkt rein da! Ah, oh, wieso schreit der denn eigentlich immer so? Boah, der nervt voll. Maul halten und rein! Oh mein Gott! Was denn? Ich hab Wasser gefunden! Wir haben eine Plane! Wir haben eine Plane! Alter! Ein schöner Waldspaziergang hier am Arsch! Da, du hast da Bären! Hey, Bär! Oh, Bär! Martin? Oh! Der Deckrüde! Gleich sehen wir das erste Mal einen Deckrüden! Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh shit, ich seh's auch. Ein geiler Deckrüde. Boah, das sieht doch wirklich einfach... Das sieht aus wie hier in Essen hinter Ikea. Also einfach nur geil. Boah! Das Einzige, das Problem ist, wenn du die beiden hinter Ikea treffen würdest, so als, weißt du, als Angebot, da würdest du auch schreien, wegrennen. Aber mal gucken, vielleicht gibt es jetzt hier einen toten Deckrüden. Digga, wollen die mich verarschen? Wo? Alter, das ist ein... Deckrüde. Vogel oder sowas gewesen. Vogel? Ja, guck mal hier. Die langen, das von den Federn hier. Ja, ja. Hier. Da vorne ist der Schädel, ganz vorne. Oh, ja. Okay. Mhm. Und das war kein kleiner Vogel. Alter, das war ein richtiges... Ein Adler. Ja, guck mal hier. Ja. Wow. Alter. Die haben sich einfach einen Adler... Weißkopfseeadler. Sind nach dem kalifornischen Kondor die größten Greifvögel Nordamerikas. Ihre Körperlänge beträgt 70 bis 90 Zentimeter, Flugspannweite 1,80 bis 2,50 Meter und das Gewicht 2,5 bis 6,3 Kilo. Obwohl das Vieh größer als ein Mensch ist. Adler gesnackt. Ja, aber es muss ja nicht gesnackt sein. Kann einfach nur abgestürzt sein und dann vor, was weiß ich, 4 Jahren und dann da jetzt verrottet sein, das Ding. Irgendwo müssen die ja auch irgendwie begraben werden, oder? Also... Das muss ja jetzt nicht heißen. Ich meine, das kann ja auch kein Bär oder was greifen. Wenn die chillen, dann chillen die Viecher doch auch oben irgendwo im Baum oder so was drin. Die werden ja jetzt nicht von einem Bär oder einem Wolf oder was irgendwo auf dem Boden gerissen. Dafür sind, das kann ja über Nacht. Das ist irgendwann abgestürzt, was weiß ich, und runtergesegelt und dann ist er da einfach morsch geworden. Ja, das ist ein Seeadler. Komplett hier. Ich glaube auch nicht, dass der hier reingeflogen ist, in diesem Bereich, und dann natürlich gestorben ist. Alter, lecko mio. Also langsam entwickelt sich das Wissen zum Horrorfilm hier. Ja. Willkommen in der Realisationsphase. Ich krieg gerade so einen Krampf im Magen. Fühlt sich nicht gut an, sag ich dir echt, es ist... Vor allem, das ist halt, also die Knochen gerade nicht, aber die Spuren sind halt frisch, die sind halt von heute. Das werden wahrscheinlich diese Küstenwölfe sein. Und wie der Name schon sagt, die sind halt spezialisiert an der Küste. Die sind halt an der Küste unterwegs. Und warum sind die an der Küste unterwegs? Die Flachen. Naja, und weil du im Inland quasi... Nicht bewegen kannst. Du kannst dich nicht bewegen. Es ist... Hier. Martin, geh mal bitte einmal da lang. Damit wir das den Leuten mal zeigen. So, und das ist keine Kante der Küste, so ist der komplette Wald. Und das ist jetzt auch nicht, was du ein bisschen zur Seite packst, sondern das sind, warte, ich zeig euch das, das ist wie Holz. Naja, denn das, ja, das ist wie, das ist nicht wie ein bisschen, wir drücken das mal zur Seite und dann gehen wir da durch. Nee, das ist, ey. Aber, das ist die Pflanze, die diese Bären hat. Also wir können die Bären schon essen. Also genau, das muss man vielleicht mal noch zeigen. Genau. Dann wir später uns natürlich drum kümmern. Ja, aber direkt Buffet. Also quasi auch ein bisschen Urlaub mit Buffet da direkt. Da direkt die Bären, also ja direkt zum Pflücken da.
Das ist aber geil ein bisschen. Das Ding ist, das ist halt wirklich wie so eine Wand, ne, dieses Gestrüpp. Heute ist nicht der Fokus auf Nahrung. Kannst du essen, die ganzen Bären hier? Das sind die Blaubeeren von Kanada. Mhm. Weiß nicht, wie sie heißen. Werden vielleicht jetzt unten eingeblendet. 100 Gramm haben ungefähr, blablabla. Oh, das interessiert mich jetzt aber auch. Die Salalbeere wächst hauptsächlich an der nordamerikanischen Pazifikküste. 100 Gramm haben ca. 63 Kalorien, eine ganze Menge. Das Ding ist, ich sag's euch ehrlich, diese Dinger mit Blaubeeren vergleichen, Schmutz. Also es schmeckt wirklich so scheiße, diese Salalbeere. Kalorien. Mhm. Die schmeckt so scheiße, Mann. Haben wir auch gelernt, vorne glänzend und hinten matt. Ja. Es darf keine Zacken haben. Ja, das haben wir. Ganz wichtig, gibt nämlich noch eine andere Art, da stirbst. Genau. Das haben wir nämlich alles vorher in so einem Briefing von diesen Einwohnern, in den Ureinwohnern gelernt. Ein Tag vorher, da hieß es, ja okay, eine Beere, die da kannst du essen, Blatt ist vorne glänzert, hinten matt und die andere, davon stirbst du, wenn du die frisst. Ja, da hast du ja richtig Bock, dir so eine Salalbeere reinzuziehen, wenn du nicht genau weißt, welche das davon ist. Ja, was machen wir jetzt mit Unterkunft? Wissen wir noch nicht. Ich leg mich hier direkt. Also ich weiß nicht, was ich... Ich hab gerade keine Ahnung. Pass auf, ich sag's mal draus, ja. Wenn alle anderen das auch haben... Dann wird's spannend. Dann sehe ich keine 7 Teams mehr. Also ich sehe uns auch gerade sehr hart daran arbeiten, das überhaupt zu schaffen. Das ist krass. Also, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Gedanken, dass jetzt deswegen hier irgendwie die 14 Tage nicht geschafft werden. Aber es fühlt sich gerade an, wie das könnte richtig, richtig hart werden. Ja. Und ja, und je nachdem, wie die Wolfssituation ist, könnte das vielleicht hier noch ganz anders ausgehen. Boah. Bitte? Du hast auch das ganze Gefühl, irgendeiner schleicht hinterher. Das ist nicht cool. Aber der Spot sieht irgendwie geil von denen aus. Der sieht so weitläufig aus. Und so, weißt du, als könntest du dir da so ein bisschen, als könntest du da viel spazieren gehen, weil du hast ja einerseits da jetzt natürlich diesen Abgrund hier hinten quasi, also diese Büsche, die so wie eine Klippe sind, aber du hast viel trotzdem Raum nach links und rechts zu laufen. Knossel checkt schon mal hier einen potenziellen Spot. Knossel? Ein fetter Baum, das heißt, die Flut kommt da ganz rein. Und da vorne. Ist das ein See? Bro, ich glaub, da ist ein See! Was? Ich glaub, da ist ein See! Ich komm! Da ist ein See? Oh, ein See wäre... Wirklich? Ich glaub, da ist ein See. Aber wie soll ich da hochkommen? Komm! Ey, ich sag's dir. Es wird eine wilde Zeit. Es wird eine wilde Zeit. Schau. Boah, ist das gruselig da. Richtig gruselig. Alter, bei denen... Alter. Bei denen ist aber gar nicht so dicht mit diesem scheiß Busch, sondern bei denen ist ja richtig Wald. So wie man sich einen Wald vorstellt. Nicht Busch, Wald. Boah, ist das gruselig da. Richtiger Gruselwald. Mhm. Aber da. Da ist ein See. Geil. Oh mein Gott. Komm. Mit dem Strand. Ich muss gerade sich leider nicht über den Baumstamm balancieren. Das heißt, ich muss das kurz für uns erkunden. Ich glaube, da ist ein richtig schöner See. Ich muss da runter. Okay. Wieder ein bisschen balancieren. Schaut euch das an. Alter Lachs! Spot! Junge! Guckt euch diese Dive Roll und den Jump hier an. Von hier rüber über den Seebach auf die einsame Insel. Boah, sexy! Aber sieht, ich sag ehrlich, sieht aus auch wie so ein Tierplatz. So eine Weide. Sieht so nach so einer kanadischen Tierweide aus. Also nicht jetzt so Kuhweide, sondern, was lebt da? Pumaweide. Das ist so eine, richtig, für mich, in meinen Augen, ist das so eine klassische Schwarzbär-/Pumaweide. Hast du hier ein bisschen was mit See, paar Kletterbäume, hast hier so einen kleinen Sprung, hier hast du aber auch so eine Isolationsinsel. Kannst hier balancieren, hinten am Baumstamm drauf. Also, ich habe noch nicht oft an eine Puma-Weide gedacht, aber wenn ich jetzt mal an eine Puma-Weide denken müsste, dann wird da irgendwie sowas in meinen Kopf reinkommen. Knossle! Ich komm! Sascha hat gerade geschrien. Was? Ein wunderschöner See! Ja!
Da sag ich so, komm, da ist ein See oder was? Er hat einen See gefunden. Jetzt aber mal rüber, Knorsek. Ob da Fische drin sind. Direkt mal schauen, ob da Fische drin sind. Soll ich da jetzt rüber springen? Ja. Ah, oh, fuck. Komm. So viel Energie schon wieder verbraucht. Ja, das ist ein guter Stichpunkt. Das ist ein guter Stichpunkt. Ich habe so viel Energie schon verbraucht. Ich sag's euch, wie es ist. Bei mir, Tag 1, ich hätte ausrasten können. Ich bin ausgerastet vor Freude, dass wir da jetzt sind. Ich hatte auch richtig Bock, in diese Kamera rein zu eskalieren. Aber ich habe mich übelst gebremst, weil ich dachte, Alter, es ist nicht so wie sonst, dass ich jetzt ausrasten kann und Vollgas geben kann, weil ich muss mir diese scheiß Energie einteilen. Und das kannte ich noch nicht aus meinem Leben. Dass ich die Energie nicht direkt loswerden kann oder sollte. Da hatte ich die ganze Zeit Angst, auszurasten. Genauso wie Sascha das jetzt auch sagt. Weil du willst nicht deine Energie da direkt jetzt in den ersten Stunden verbrauchen, obwohl alles neu ist, alles, du könntest über alles freuen, sondern du willst da quasi auch Ruhe bewahren. Das ist so schwer und das fällt hier dem Saschek jetzt auch nicht so einfach, glaube ich. Eigentlich dumm, aber ich musste jetzt rüberspringen. Komm. Mach es wie Rätsmann. Fuck up, oder? Oh, na, mach mal. Komm. Komm! Ha! Ich komme! Knorsek aber auch am Rennen. Aber auch ein schöner Spot, oder? Scheiß drauf. Viel Freiraum zum Laufen. Ja, geht schon. Komm. Jan Schlappen wird lachen. Für den kleinen Sprung. Schaut euch das an. Ah, Saschek, ich lieb dich, Kerl. Das war aber nett jetzt. Da Fische drin sind. Da war doch ein Mensch. Was? Das war doch ein Mensch. Wer geht da herum? Das sind ja richtige Spuren. Oh, oh. Bro, ich glaub, das sind Bären. Wo bist du? Ich glaub, das ist eine Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Richtig viele fette Spuren. Schaut euch das an. Wer macht solche Spuren? Das ist mein Fuß. What the fuck? Schaut euch das an. Hä? Ey, jetzt dreh ich geil, jetzt werd ich blöd. Das ist aber auch geil. Saschek hinten an der Wiese zu Knorsek, der sowieso immer irre ist und der aus allem, was aus jeder Ameise einen weißen Grizzlybären macht oder was, steht da irgendwo im verwucherten Wald, mitten irgendwo auf der Puma-Weide oder was drauf und Saschek ruft von irgendwo da hinten, Knorsek, ich glaub, hier sind Bären und er mitten im Dschungel drin. Da wäre ja mal gerne gerade in Knorseks Hirn drin, um zu wissen, was da abgegangen ist. Alter, der wird doch irre, oder was? Ich werd jetzt blöd. Das gibt's doch nicht. Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Ja! Da links, rechts! Okay, neuer. Jetzt Plan B. So, jetzt bauen wir Brücke. Jetzt hab ich's. Jetzt bin ich gleich da. Der spricht doch auch schon österreichisch, oder bin ich jetzt komplett blöd auch? Der hat doch gerade auch gesagt, jetzt, oder spinn ich's? Hören wir uns doch mal an. Der hat doch österreichisch geredet. Jetzt bin ich gleich da. Jetzt bin ich gleich da. Also. Na komm. Hup. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Mann! Wie bist du denn? Ich wollte eine Brücke bauen. Ich bin, die Schuhe sind nass. Na. Sascha. Ich wollte darüber. Dann stand ich fest. Dann wollte ich da drüben eine Brücke bauen. Dann war die undicht. Jetzt stehe ich hier. Jetzt reicht's. Ich komm jetzt. Na komm. Alter, das ist herrlich. Aber man muss halt einfach sagen, ich meine, das wusste ich ja vorher und ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gehört. So, muss ich ehrlich sagen, dass Saschek und Knorsek einfach Legenden sind. Ich meine, waren sie eh vorher schon. Das ist ja klar, wenn die beiden zusammen sind, dass das entertained wird. Aber das ist ja wirklich, das ist ja überragend, die beiden. Also da freue ich mich jetzt schon noch mehr. Jetzt aber mal die Naturensöhne. Die sind ja letztes Mal frisch im Obi angekommen. Plane, alles haben sie gefunden. Also. Jetzt heißt es, es laufen gehen. Ja,
bisschen ins Inland, mal gucken, weil Flaschen, Wasser von alles. Irgendwo kommt. Wir wollen wissen, wo es genau herkommt. Ja. Vielleicht ist er da ganz geil und wir wollen euch mal zeigen, dass es hier schon sehr dicht ist. Also entweder ist es ein kleines Bächlein, Wasserfall, vielleicht Höhle, keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir gehen rein. Geh mal rein da. Hier alles mega hügelig, ne? Ja. Auch kein Busch. Auch normaler Wald. Dichter Wald, aber normal. Was war das? Hä? Ja. Was war das? Es ist richtig steil hier irgendwie. Was war das? Die haben sich überhaupt nicht dazu geäußert. Hä? Es ist richtig. Warte mal. Hügelig, ne? Ja. Was war das? Was? War das Andi? Es ist richtig steil hier. Er selbst. Das war an. Das war. Ah! Alter, ich dachte gerade, das ist doch so ein Geräusch vom Panther! Ja, check das mal aus. Ich weiß gar nicht, ob das auf Cam so gut rüberkommt. Aber da hinten geht's einfach fast 90 Grad nach oben. Ja, wir jiggern jetzt hier erstmal durch die Gegend. Tag 1. Was jetzt? So, weiß ich nicht, 200 Meter weiter oder so? Was war denn das jetzt? Wir sind immer noch bei Naturensöhnen und auf einmal war dann Wald und die Uhrzeit, aber so richtig. Einige Meter weiter auf jeden Fall. Wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Der Bach ist immer noch da unten. Wir wollen ihm weiter folgen. Ja. Bis jetzt war noch kein totes Tier drin. Schon mal positiv. Meine Brille beschlägt. Mein Hemd ist richtig feucht. Hier ist richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Alles nass. Aber keine Mücken. Aktuell. Noch keine Mücken, ja. Ja. Das ist schon mal gut. Wie geil ist das, alles so wild aussieht? Das kennen wir halt gar nicht, ne? Logischerweise vom Brandenburg. Verrückt. Also es ist auch viel Bauholz, aber es ist auch viel feuchtes Holz, ne? Alter. Also hier in dem Wald ist nichts trocken. Bin richtig am Ölen. Ja. Also muss man echt mal gucken. Keine Fläche. Ich sag mal so, der Wald ist perfekt, ne? Hättest du jetzt deine Hängematte dabei, dann hättest du wirklich 20 Trilliarden Auswahlmöglichkeiten von Hängemattenplätzen. Aber wir mussten ja die Scheiße in so eine kleine Pulle reinpacken und konnten da jetzt nicht einfach die Hängematte aufspannen. Bin richtig am Ölen. Ja. Also muss man echt mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. So, der Bach wird ein bisschen größer hier. Wird auch alles sehr, sehr sumpfig. Wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite. Links kommen wir auf gar keinen Fall weiter. Es ist zu dicht. Alter, bin ich am Ölen. Hui! Ich mach den Weg frei. Jetzt muss ich abrutschen, wäre auf jeden Fall gut. Aber so tief ist er auch gar nicht, sehe ich gerade. Na, tief nicht, aber... Na, wer weiß, wird ja schon das Ding geht, ne? Ja. Hey Bär, wir sind laut. Hallo. Das war fast so Niklas, Alter. Ja, Freunde. Alter. Was ist denn das? Junge, das ist ja ein richtiger See. Also so ein richtiger. Das wäre so eine Wohlfühloase, wäre das bei uns jetzt hier irgendwo. Junge, was? Ja, man sieht. Ja. Wir sind richtig weit weg von unserem Aussetzungsort. Oh, okay. Und hier ist auch nass, pass auf. Yep. Bisschen weiter weg von dem See. So, okay, jetzt. Aber krass, hier ist ein See. Das ist schon mal gut. Schon mal gut zum Angeln. Okay, also wir haben Süßwasser, das ist schon mal gut. Und wir können hier gut angeln, weil es ein See. Das ist natürlich die Sache, man soll ja nicht da fressen, wo man schläft. Genau, jetzt ist die Frage, ob wir an der Küste unser Lager aufbauen, auf einer gewissen Höhe trotzdem, logisch. Ja. Und dann nur zum Essen abends und früh hierher kommen, hier angeln und gleich hier Feuer machen und hier den Fisch zubereiten und dann wieder weit weg in unser Lager. Oh, wie unchillig. Also ich persönlich würde ja immer lieber Lager, Feuer essen und dann direkt in eine Koje reinlegen. Aber dann da fressen, wenn sowieso Energielevel low ist, jeden Tag und dann da hin und wieder durch den dichten Wald zurück, vielleicht sogar noch im Dunkeln. Boah, unchillig. Ey, wäre natürlich hier, weil dann ist total chillig mit Süßwasser und Fisch sozusagen. Aber dann ist ja, also ist ja ein See. Hier kommen ja alle Tiere nachts hin oder am Tag und trinken. Die trinken ja nicht von der Küste, die trinken ja aus dem See. Ja. Und wie gesagt, wir sollen ja nicht da Essen zubereiten, wo wir schlafen. Das würde ja dann auch passieren.
Schwierig. Ja, ist echt eine schwierige Entscheidung. Hier hast du natürlich auch mehr Mücken. Hier ist schon mal die erste. Ja, der innere Schweinehund sagt, wir sollten hier Lager aufbauen, weil wir dann einfach hier bleiben können. Ja. Aber ja, Seemücken sehe ich auch, Alter. Oder wir müssen uns dann einfach wirklich einen guten Weg freischneiden, den man dann immer gehen kann. Also dann müssen wir jetzt, also wir gehen jetzt auf erstmal zurück zur, wir haben ja an der Küste Wasser, das ist schon mal gut. Das können wir erstmal filtern, ich habe jetzt auch Durst. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt die Flasche auch erstmal auspacken. Und dann an der Küste vielleicht einfach gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Sweet Spot ist. Ja. Wir, also heute bleiben wir auf jeden Fall erstmal an der Küste, würde ich sagen. Wir haben Wasser. Ich glaube auch. Nahrung ist heute erstmal noch kein Thema. Ja. Und, Alter, guck dir das Viech mal an. War eine Bremse, ne? So was in der Art. Keine Ahnung. Ich kann's, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber als die reden die ganze Zeit über Mücken und mich juckt es wirklich seitdem ununterbrochen an der Schläfe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwas, was dich angreifen will. Ja, wir gehen jetzt zurück. Das hat, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Gefühlt, Alter, anderthalb Stunden, zwei Stunden, keine Ahnung. Der Sonnenstand sagt mir lang, deshalb müssen wir jetzt auch zurück. Ja. 3-Max und Romatra. Leute, wir sind hier am Hadern. Wir sind hier am Hadern, ob wir wirklich sagen, hey, wir gehen den Fluss hoch. Weil es kommen immer wieder Seen. Das wäre natürlich krass, weil dieser kleine Kackfluss, der da ins Meer mündet, da werden wir keine Fische finden. Und wenn wir am Meer sind, angeln, können wir am Meer knicken. Wir müssen hier einen See finden. Da sind wir jetzt kein Fisch. Und nehmen wir an, wir drehen jetzt um zum Strand zurück. Brauchen wir noch mal eine Stunde. Da haben wir aber nichts zu essen, ne? Dann haben wir, ein Tag ist okay. Dann müssen wir morgen oder übermorgen hier nochmal durch. Doch, wir hatten aber Essen. Die haben ja sofort diese Kellerasseln oder was das war, hatten die doch gefunden direkt. Die hatten auf jeden Fall schon mal Kellerasseln. Und ein Käfer oder sowas ist da rumgelaufen. Keine Energie mehr. Und ohne Energie hier durch unmöglich. Ich weiß nicht, ob das Video rüberkommt, das ist gestört, krank hier lang zu gehen. So, wir gehen erstmal zurück ans Wasser. Keinen See gefunden. Wenn wir die nächsten Tage nochmal probieren, wenn wir noch genug Kraft haben. Wir müssen jetzt ein Lager suchen, wo wir am Wasser sind. Wo wir am Wasser chillen. Wir sollten jetzt hier aber auf gar keinen Fall ein zu großes Lager bauen und Baumaterial holen, weil dann müssen wir am Ende ja wieder neu machen, ne? Mhm. Oh, das ist echt doof. Wir werden zwei Lager bauen. Eins am Wasser und eins am See, wenn wir noch einen finden. Wieso denn zwei? Wir sind Team Bauen und Brühen. Und wir können nicht bauen, weil wir keinen Spot gefunden haben. Na, jetzt können wir nur noch brühen. Oh. Kranker Scheiß. Okay, da Lager aufbauen wäre echt wack, weil das ganze Scheiß Totholz liegt ja wirklich da rum, ne? Direkt da. Und wo das Totholz liegt, ist halt auch Wasser. Zumindest irgendwann mal. Die Frage ist, ob das immer da ist, weißt du? Das ist ja, wäre jetzt die Frage. Ist das Wasser immer da? Wir sind wieder rausgekommen. Fühlt sich an wie ein Lose. Ist aber ein Win. Wir haben nichts verloren, wir haben uns nichts verletzt. Außer ein bisschen Energie ist weg. Aber wir müssen es hier nochmal zeigen. Boah. Also frisches, klares Süßwasser. Boah. Sieht anders aus. So, ich sehe. Das ist so braun. Das kommt halt direkt aus diesem Mangrovensumpf, ne? Ja. Aber wir werden es trinken. Also die werden uns jetzt ja nicht hier rauslassen, wo wir kein Wasser trinken können, oder? Das kocht man ab und gut ist. Wir scouten in die Richtung. Ansonsten sind wir diesen Spot hier gut. Wir glauben nicht, dass das Wasser hier, also ich bin mir relativ sicher, dass das Wasser nicht hier hochkommt. Ja. Ich vertraue Max, und wenn das Wasser doch hier. Der Spot befindet sich in der Flutzone. Plötzlich auf Springfluten könnten den Shelter erreichen. Gab's tatsächlich auch eine sehr lustige Situation bei Joey und mir. Erzähle ich natürlich erst dann, wenn man sie sieht. Wirklich Springflut. Ja. Wir tun unsere sehr lustig. Ja. Wir tun unsere Sachen da alle oben in Sicherheit. Und wenn wir halt in der Nacht nass werden oder aufwachen, dann ist es so. Wir hören ja auch. Wenn hier Wellen sind, dann hören wir das und wachen auf, Alter. Ich schlaf richtig tief. Oh, da sind so tolle Seelöwen. Die sind ja so krass geil. Du schläfst an Wasserseite. Ey, ich freue mich, dass ich meine scheiß Brille auf hab. Nee, wir schlafen beide mit Füßen in die Richtung. Okay. Wir sind jetzt hier zwei Baumstämme hin. Dann machen wir ganz viele kleine Lattenrost. Hier ist genug Treibholz, dann haben wir ein Bett. Drei Beine drüber, Folie aufspannen, fertig. Toll. Weißt du was? Ich sage, wir können hier eine richtig geile Hütte auch bauen. Ja, das ist unsere Strandhütte. Wir machen ganz locker. Alter, die haben ja wirklich, guckt euch das mal an. Was für Weiten, was ein Ausblick. Ich finde ja hier wirklich, diese Insel hier, die finde ich irgendwie schön. Die finde ich richtig schön.
Konnte man aber nicht hin, ne? Boah, an Tag 10, Sport, ich weiß nicht, ob wir das noch machen. Wir wollen an Tag 10 noch eine richtig fette Riesenwanderung machen, obwohl die richtig fette Riesenwanderung ist, glaube ich, durch. Glaube ich nicht, was ja. Es war krass, hier durchzugehen. Es war richtig krass, hier durchzugehen. Jetzt haben wir es mal geschafft. Bin kurz, bin Knutz zu Knossel, schnell mal Knossel geholt. Wir haben es geschafft, da sind wir durchgeklettert. Jetzt zählt der Sprung, gell? Wenn das schief geht, soll ich irgendwie unterstützen? Mit dem Schlamm. Ja, ich kann es auch sehen. Jetzt sehen wir doch Rätsmann 2.0, oder? Also, komm. Sag mal, ich bin doch, ich kann schon. Ich kann auch. Komm. Chat! 3, 2, 1, Sende! So einfach. Ah, ja! Und jetzt hört ich auf. Der Chat rastet aus. Ey, ich sag dir aber jetzt schon, wie viel Spaß haben wir? Wie schön ist es? Unsere Mädels jetzt schon. Wir haben gesagt, bleibt immer zusammen. Wir haben gesagt, mach keine Sprung und so. Was machen wir? Klettern und springen. In den ersten 10 Minuten. Ja, schau, richtig. Genieß mal die Aussicht. Ja, hier ist Treibholz. Ist alles Treibholz. Das wird hier alles gefüllt sein. Alles gefüllt. Bären! Bären, das sind sie. Die können wir essen. Schau mal. Ich sehe hinter dir alles voll mit Bären. Ich probiere. Ja, wir probieren. Widerlich. Lecker. Das ist die richtige Beere, gell? Keine Ahnung. Die sehen schon sehr giftig aus, Alter. Ja. Du denkst an eine scheiß normale Heidel oder Blaubeere oder ob das, ich weiß nicht mehr, ob das gleich ist, mir auch scheißegal. Aber diese Dinger haben wirklich so einen Verschluss, wie so, weißt du, so eine Schraube. Wie eine Schraube. Habe ich hier eine Schraube? Ich glaube, hab hier keine Schraube, aber die haben wirklich einen Verschluss wie so eine Schraube. Und die sehen auch einfach nicht aus wie eine Blaubeere. Und die haben auch so weiße Kerne da drin. Und die sind. Die gibt's in verschiedenen Formen. Die gibt's in schimmelig, die gibt's in komplett reif, die gibt's in noch nicht reif. Und jede Form schmeckt anders. Aber anders scheiße. Jede Form schmeckt scheiße. Das Ding ist, wenn sie schimmelig ist, schmeckt sie noch beschissener. Wenn sie nicht reif ist, schmeckt, glaube ich, auch noch beschissener als davor das beschissen. Und wenn sie unreif und trotzdem aus irgendeinem Grund schimmelig ist, Ende. Sieht schon sehr haarig aus, die Geschichte. Ja, widerlich. Ich ja, weiß nicht. Doch. Ja? Zeig's nochmal. Ah, wir müssen auf die Blätter schauen. Ob die oben glänzen und unten. Ja. Ja. Ja, super. Das haben wir gelernt. Ja, klasse. Vorher habe ich mir aber eine reingeschoben. bevor wir die Blätter gucken. Ich schwöre, Saschek, ich hab's ja schon mal neulich gesagt, ich fand ihn ja vor Seven Worlds Wild, kannte ich ihn ja nur online, also nur so von seinen Videos, nie so sympathisch gefunden tatsächlich, aber wirklich ein so geiler Typ, ehrlich. Auch das Lachen gerade, da werde ich bin leicht verliebt jetzt auch wieder gerade, muss ich sagen. Guckt euch das an, wie an der Bäre nuckelt und was, da kannst du dich doch nur verlieben, ey. Ah, komm, Saschek! Wir haben Bären gefunden. Wir haben Bären gefunden, da lass überall. Mal, lass mal erstmal zwei zu lass das erstmal abwarten jetzt. Boah, schau mal! Das ist alles! Boah. Das ist so schön, so ein schöner See. Aber wir sehen keinen Fisch. Gar nichts. Also so ganz, ganz, ganz Mini-Fische. Das ist krass, es ist kein einziger Fisch da drin, Sascha. Woher weiß denn das jetzt? Wir haben mal einen kleinen Wasserfall. Hä? Erstmal Angel reinhalten! Woher soll er es denn sonst wissen, ob da ein Fisch drin ist? Angel rein. Also das ist hier eine unglaubliche Natur. Ein Wasserfall. Das ist wirklich so unfassbar. So ein Wasserfall, den müssen wir uns nochmal angucken. Boah, das ist so ein Wasserfall. Seht denn überhaupt mein Bild vor? Nee, geht. Boah, habt ihr schon mal so einen Wasserfall gesehen? Dafür muss man nach Kanada erstmal reisen. Für so eine Naturpracht. So ein Exemplar von Wasserfall. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Sachen kümmern, dass die Sachen vorne mal wegkommen. Der Wasserfall. Und überlegen,
wo wir heute die Nacht verbringen. Und ich würde sagen, Sascha, wirklich, wir beobachten Ebbe und Flut. Wir machen heute Abend, wir machen uns einfach mal ein Bett und dann beobachten wir, oder? Erste Probleme von der Bäre. Sascha sagt, bei ihm kickt der Durchfall rein. Ich kann dazu noch nichts sagen, aber... Aber wirklich, es sind keine 20 Minuten her. Bei dir auch, oder? Bei mir brodelt's. Ja! Es kann doch nicht sein, du hast ja die falsche Bäre gegessen. Bei mir brodelt's. Am ersten Tag. Ich futsch schon alle 10 Sekunden. Es kann nicht sein. Oder? Ich dachte, die passt. Ey, Sascha. Was kann passieren von so einer Bäre? Das ist die richtige Bäre. War doch oben, unten matt, oben glänzend. Ja. Weil ich sag, genau so eine gibt's ja, die giftig ist, die genauso aussieht. Ja. Die blauen unten die Einschnitte. Schrauben! Unsere hatte keine Einschnitte. Oh. Nein, unsere Bäre hatte unten nicht diese Einschnitte. Die Weißen waren auch direkt nebenbei. Ja! Die Weißen! Ja, ja! Die Weißen, das meine ich, unreif, weiß! Hat überhaupt. Die Weißen sind die gleiche Beere, aber ich glaube in unreif und haben auch kein. Dieser Schraubverschluss. Ich konnte den Bären auch nicht trauen. Eine Regel, isst keine weißen Bären. Die Weißen waren die blauen. Die waren blau. Diese Bären haben mich fertig gemacht auch. Alles voll. Du denkst überall Blaubeeren. Geil. Bären. Eine Beere nach der anderen. Auch noch schön Obstsalat. Weiß, blau, prall gefüllt, klein gefüllt. Also wie so häufig im Leben. Hä? Dachtest du, gleiches Szenario. Da mit den Bären aber einfach mal. Durchfallprobleme bei Saschek und Hubeck und Knossek auch. Aber sie ist auf jeden Fall offen, Mann. Oh, das ist aber jetzt auch bei den. Das ist bei den beiden jetzt auch. Das ist bei den beiden jetzt kurz nach dem Rätsmann. Also, das ist jetzt wirklich kurz nach dem Rätsmann. Also, mit dem Rätsmann meine ich jetzt schon die Einlage, den Trick, den uns Reezy da geboten hat. Also, das ist ja für uns ein neuer. Das ist ein paar Tage später und eine neue Folge. Bei denen ist das jetzt ein paar Sekunden nach der Erfindung des Rätsmanns. Also da wäre ich auch erstmal von der Spur. Mal gucken, wie Dresi geht. Da ist ein Strauch und das ist scheiße. Ja. Oder da ist ein See. Oh Gott. Das noch? Ja. Oh, der Fluss. Hier ist Wasser. Der wird größer. Der Fluss ist größer. Oh mein Gott. Jetzt nochmal. Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite, Bro? Alter, bei denen ist. Bei denen ist alles frei. Richtig, wie Natur halt aussieht. Bei uns war alles dicht. Ihr habt ja kaum was gesehen von uns bisher. Aber sowas werdet ihr bei uns nicht sehen. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, das sieht so vielversprechend aus. What the fuck? Oh. Boah. Es sieht doch aus wie in Afrika. Kenia, oder? So eine Safari. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand unter der Rot-Grün-Schwäche leidet, aber ich mit meiner ausgeprägten Farbschwäche könnte das auch Sand sein. So, weißt du, so eine kahle Landschaft. Ist zwar Wiese, das weiß ich, aber es sieht für mich nicht so ganz nach Wiese aus. Diese Bäume, das könnte für mich auch Kenia sein. Wüste, Safari, Gepard, hier, Giraffe, Löwe. Wird alles für mich hinpassen gerade. Schön. Blauer Himmel, 45 Grad plus. Geil. Ehrlich jetzt, meine ich völlig ernst. Oh. Steppe. Okay. Wir müssen einfach durchlaufen. Meinst du? Ja. Schuhe sind sieht auch ohne Farbschwäche so aus, höre ich gerade. Wechsel das Getränk. Von kalt auf warm. Für mich gibt's jetzt Tee. Ja? Ja. Okay. Wir müssen einfach dann unsere Füße trocknen, wenn wir ankommen. Ja. Ja. Okay, ich meine, Wetter ist gut, Himmel ist klar. Ich glaube nicht, dass es... Oh mein Gott, geht das tief rein. Ja? Ach, ja? Wir sind gefickt. Warte, ist er drin? Warte, geh rein. Ah, Rätsmann war ja eh nach. Oh mein Gott, das sieht so nervig aus. Oh Rätsmann. Oh mein Gott, wir sind gefickt. Was macht er denn? Ja. Was? Jetzt mal ehrlich, tut mir jetzt gerade leid, aber was machen die beiden? Wofür wollen sie denn immer weiter rein? Auch, ich denke mir auch, je weiter du da reingehst, desto mehr Tiere. So gefährlicher ist es. An der Küste hätte ich mich wohlgefühlt. Auch eh zu faul, um da so groß reinzugehen. Aber das ist doch das Tierpanorama. Tier, hier, wie heißt das? Tier. Hier, Tieroase. Für Tiere perfekter.
Rezmann stellt sich einfach bis zur Schwanzspitze ins Wasser. Oh, kannst du den Sack nehmen? Ja. Oh. Oh, Treibsand. Mach langsam. Treibsand. Nicht zu lange stehen bleiben, Bro. Ja, ja. Treibsand. Scheiße. Treibsand. Oh, der steckt. Rezmann steckt. Fuck. Geh weiter schnell, Bro. Ich steck fest, Bro. Nein, laber. Komm, da hilft nur der Rezmann. Soll ich rüberkommen? Das wäre ja jetzt wirklich geisteskrank, wenn Papa Platte da jetzt auch rüberläuft und die wirklich an Tag 1 dann beide zusammen stecken bleiben. Fuck. Ich muss ja meine Tabletten retten, sonst werden die nass. Einfach Nilpferd. Das stinkt so krank. Ich sag doch, das ist Steppe, Wüste, Kenia, Nilpferd. Okay. Einfach Nilpferd. Jetzt ich, oder? Ja, ehrlich, aber Nilpferd, jetzt sag doch mal ehrlich, okay, jetzt wirkt das selbst für mich sehr grün hier und weniger noch schon nach Wüste, Steppe. Aber Nilpferd wird selbst für mich nicht mehr hinpassen, aber egal. Ja. Ey, Bro, das ist scheiße. Fuck. Oh, Bruder. Ach du Scheiße. Meine Schuhe sind richtig voll gelaufen. Meine sind richtig voll matschig. Warum haben die es gemacht? Sind die auf der Suche nach dem Lager oder was? Aber ich feiere die beiden unfassbar doll bis dato. Oh. Oh. Ultra geil. Oh. Aber schön ist es, ne? Super. Super schön. Digga, das sah schon wieder so geil aus. Oh. Boah, sind hier viele von diesen Viechern. Mach einfach voll. Wer ist das? Wer ist denn das jetzt? So. Sind doch noch die beiden. Ja. Okay, dann knall mal so eine Tablette rein, Bro. Ja. Yeah. Okay. Okay. Zumachen, halbe Stunde warten und dann können wir es trinken. Geil. Lass uns kurz einen Plan machen. Schön. Wir bauen jetzt hier das Shelter auf und übernachten hier heute. Ja. Und hier? Lass da jetzt eine fixe Entscheidung treffen. Unser erster Nachtshelter. Bauen wir hier. Ja, wenn der Boden okay ist. Aber womit? Ich glaube, der geht. Kein Material. Ist von Natur aus weich. Ja. Wir können auf jeden Fall auf dem Boden pennen. Glaube ich auch. Dann würde ich sagen, breiten wir mal ganz kurz unsere Jacken aus, bauen die Sägen, bauen das Messer zusammen. Ja. Und fangen an, uns hier mal so einen ersten Schild aufzubauen. Let's go. Das ist gerade eine scheiß Entscheidung, die wir treffen müssen, ey. Das ist wirklich nicht einfach. Bleibt man hier oder geht man weiter? Boah, ich hab nicht erwartet, dass wir so früh an so eine dicke Entscheidung gebunden sind. Alter, das kann alles entscheiden, was wir jetzt gerade machen, wirklich. Ja, 100%, Bro. Das Warum? Ist jetzt der Ding zwischen wir machen 14 Tage und wir machen 3 Tage, wie Survival Udo meinte. Ja. Survival Udo. Ja, wir müssen eigentlich hier bleiben. Ja. Warum? Aber ich muss auch wirklich, glaube ich, erstmal was trinken, bevor ich weiterarbeiten kann. Also mich nimmt es gerade richtig hops. Ich glaube, unsere Wasserflasche ist auch gleich fertig. Halbe Stunde, ne? Ja, dann trinken wir jeder die Hälfte. Und füllen direkt wieder auf. Ah ja. Boah, die haben wirklich die ganze Zeit dann wohl mit dieser scheiß Tablette einfertig gemacht, oder was? Das wäre aber natürlich wild, weil die haben ja scheinbar keinen Filter mit, ne? Also mussten die Tablette nehmen. Auch nervig, wenn du damit so lange immer warten musst. Wir hatten ja einen Filter. Boah. Und fangen dann an mit dem Shelter. Mit unserem improvisierten Shelter. Ja. Boah. Ja, lass mal kurz 10 Minuten sitzen. Die Zeit müssen wir haben. Krass. Sag ich ehrlich, das ist ein harter Start, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Aber wir kriegen das hin. Die haben nur, Chat sagt gerade, die haben nur 9 Tabletten dabei und die ballern jetzt schon die zweite gleich da rein, oder was? Das finde ich aber auch geil.
Alter! Hm? Du hast gerade gesagt, bringt das was hier lang zu laufen. Maul. Das ist eine zweite Flasche. Jetzt war eine Mitkosche rein. Was? Digga, guck mal den Behälter an. Das ist ein frischer, Shaker. Und ein komplett frisch gewickeltes Seil. Du hast recht, Das ist so geil, irgendwo vom Bord gefallen. Ja. Guck dir das hier mal an, bitte. Quick-Tech. Das ist eine taktische Ausrüstung. Quick-Tech. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, super, doch. Du hast gerade gesagt, lohnt es sich noch weiter zu gehen. So Leute, wir wollten jetzt hier gerade unser... Bandemusik, jetzt wird's ernst. Dings aufbauen, das ist eine Schlange. Geh mal aus der Sonne raus. Schlange? Ja. Töten wir die? Wir töten die nicht, nein. Wieso nicht? Warum willst du die jetzt töten? Essen. Häuten? Bisschen... Nein. Ist nicht groß genug? Das macht gar keinen Sinn, Max. Digga, ist das krank. Oh, ich wollte wirklich hier gerade unser Ding aufbauen, weil wir hier in der Quelle sind. Ich würde trotzdem sagen, wir bauen das hier auf. Die müssen wir wegtun. Wie? Ich wusste nicht mal, dass das Schlangen leben, ne? Junge, das ist eine komplette Schlange. Aber jetzt auf die Idee kommen, die zu häuten und zu essen, wäre ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Ich meine, wenn du die gehäutet hast, hast du ja nichts mehr da. Das Ding besteht doch nur aus Haut, oder? Ich dachte immer, wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Trimax will echt alles essen. Wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Scheiß auf die Insekten, aber jetzt sehe ich hier eine Schlange. Das ist ein Scheiß. Hol mal einen Stock, den tun wir hinten ins Gebüsch rein. Ich will mal riechen, so einen Stock machen. Nee, ich hol einen Stock, ich mach's. Hä? Die ist rot. Wir sollten doch ganz doll vor roten Sachen aufpassen, oder? Nee, Farbe ist egal, hab ich gedacht. Sie versucht wegzukommen, aber schafft's nicht. Ja, die geht ja auch in die Steine rein. Wie soll sie denn da auch? Da ist doch, wenn sie durch das erste Loch ist, liegt da so ein anderer Stein drunter. Das kann doch gar nicht funktionieren, Kerr. Also schon irgendwie mit viel so Schlängelarbeit, aber ist doch Quatsch. Warum geht die nicht einfach auf den Baum und dann schön über den Baumstamm weiter? Die ist weg. Oh, ist das krank. Geh mal aus der Sonne raus. Echt krank. Das ist halt kacke, weil wir genau hier unser Scheiß bauen sollen. Hier baue ich nicht den Scheiß Felder. Das ist jetzt ja scheiße, ne? Hier baue ich nicht den Felder. Leute, hier ist die Quelle, seht ihr das? Und hier zwischen den Bäumen wollten wir jetzt gerade bauen. Das ist jetzt durch. Ja, okay. Aber hier wir glauben nur nicht ehrlich, dass das die einzige Schlange ist, die da rumläuft, oder? Ich meine, wenn da eine Schlange ist, dann sind da mit Sicherheit auch noch andere Schlangen. Das ist doch schon weit weg, der andere Fluss. So, wir sind wieder zurück am großen braunen Fluss. Das ist unser Loot bisher. Unglaublich viel Schnüre, ein Helm, den man eigentlich... Was ist Loot? Habe ich auch gerade oft schon im Chat gelesen. Was für Loot? Ihr lasst euch mitlesen. Zwei Hosen, Schlangen mindestens. Schlangen bewegen sich in Rudeln. Loot gleich Beute. Loot gleich Ausbeute. Beute. Ah, Gaming-Ausbeute. Ah, okay. Schön Gaming. Gamersprache. Ah ja, das ist unser Loot. Ah, okay. Es ist also deren Ausbeute. Hm? Zwei Wasserflaschen, krass. Das Ding mit dem Seil drin. Ja, das war krass. Eine Isomatte. Das ist krank. Also, jetzt, also sorry, aber die haben eine Isomatte gefunden. Sag mal, geht's noch oder was? Dann hier, die Loot, aber ein Joker, die haben hier ihr Loot und einen Joker auch schon angebracht. Eine Isomatte gefunden. Zwei Wasserflaschen, krass. Das Ding mit dem Seil drin, eine Isomatte. Ja. Und ein richtig fluffig geiler Sitzball. Das kann. Und so ein riesiger Hochofen zum Feuer richtig anheizen. Ein Hochofen. Eine Hummel. Oder eine Biene. Und jetzt wollen wir hier bauen, ja? Ja, wir holen jetzt die Flasche, was in der Flasche drin ist. Aber wir müssen wirklich, falls nachts ultra hoch kommt, ja. Unsere Sachen irgendwo, wie kommt man keinen guten Eingang nach oben, ne? Nee. Irgendwie ein bisschen höher. Du wolltest hier bauen. Ja, müssen wir unsere, das habe ich mal gesagt, wir müssen unsere Sachen oben safen. Guck, hier ist direkt Frühstück, wächst an unserem Bett. Diese Himbeeren-Sorte da. Auch direkt Buffet. Die schwarzen Schlitzbeeren sind hier auch. Das ist toll. Ist toll. Okay, Sachen holen und los. Ah, aber sind das deren Spuren? Ja, ne? Leute, wir sind Team Bauen und Brühen. Wir haben jetzt ja noch nichts gebrüht und nichts gebaut. Aber wir haben trotzdem einen tollen Spot. Ja. Oh, jetzt aber endlich auch mal ein anderes Team. Digga, wo sind eigentlich wir? 31 Minuten noch nicht einmal drin. Ich glaube, wir haben einfach nichts gefilmt. Ich sag's euch ehrlich, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich was gefilmt habe, ne? Ich hatte so viel, das sage ich euch jetzt ehrlich, ich hatte so viel Respekt vor Joey Kelly, dass ich kaum auch gefilmt habe.
anfangs vor allem, wahrscheinlich auch nur Scheiße gefilmt, wenn dann. Digga, wie ist 30 Minuten nicht einmal dabei gewesen? Was ist denn das? Ich hoffe, ich hab einfach nur Gedächtnisschwund und es war nicht wirklich, dass ich nichts gefilmt hab. Das kann doch nicht wahr sein. Fände ich aber auch geil. Ich finde das aber auch geil, in der zweiten Folge nicht ein einziges Mal drin zu sein. Alter, da, wie geil wäre das denn? Stell dir das mal vor. Seven versus Wild dabei und du schaffst es in einer Folge noch dabei zu sein, also du bist noch drin und hast nicht einmal, bis dich einmal zu sehen, weil du einfach nichts gefilmt hast. Wie geil wäre das denn? Das muss ich sagen. Ich hoffe ja jetzt quasi schon, dass ich nicht drin bin. Das wäre aber auch mal was Geiles. Wenn das so nass ist, das Wasser kommt bis hier oben. Das ist komplett nass. Also Wasser kommt hier richtig, richtig weit hoch. Okay. Das müssen wir echt im Kopf haben. Alter, wäre das wild. Das heißt, wir müssen. Fuck, aber jetzt habe ich gerade wirklich Sorge, dass meine Angst wirklich wahr berechtigt ist. Dass ich wirklich nichts gefilmt habe, Mann. Ich weiß noch, dass wir wirklich viel Scheiße am Anfang auch gefilmt haben und ich Joey auch viel von der Technik erklären musste. Und wir haben auch vor allem viel, unsere Pulle haben wir ausführlich gefilmt, wie wir die ausgepackt haben und so in der ersten Folge. Es wird ja nicht gezeigt, haben wir gesagt, dass sie das nicht zeigen. Ich bin gespannt, ich warte mal ab, was hier noch kommt, wenn überhaupt was kommt. Wenn nichts kommt, dann fände ich jetzt das geilste Szenario von allen, aber ich warte mal ab, bevor ich noch was erzähle. Hier sowieso, also wenn wir da reingehen würden, sind wir halt eingesperrt, weil nachts oder wann auch immer, ich glaube zweimal tägliches Ebbe und Flut. Stimmt, scheiße, du sagst es. Wie Manchi sagte, Sascha hat mich erwähnt, also war ich schon drin. Ah, fuck, jetzt kann ich das Ziel gar nicht mehr erreichen quasi. Da krass hoch steht. Ja, da können wir einfach alles einpacken. Boah, die Flasche nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Einfach zum Fischdings fangen, oder? Ja. Machen wir so. Und das nehmen wir auch mit. Und das Plastik kann man als Pose für die Angel nutzen. Das nehmen wir auch mit. Sind das hier Köder? Guck mal, hier sind überall solche Dinger. Was haben die? Die springen so, keine Ahnung. Sind das Mini-Krebse? Nee, die werden im Wasser. Alter, keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe jetzt immer wieder welche alles voller gesehen. Zecken. Wo? Hä? Wie kann man denn Zecken sehen? Wo? WTF. Wo? Sind das viele? Wo? Boah, das sieht für mich aus wie eine richtig fette Wasserkakerlake. Wo? Ich habe jetzt weder eine Kakerlake noch die Zecken gesehen. Das sind so Urzeitkrebsdinger. Die konnte man ja früher als Kind, da gab's so, gibt's vielleicht immer noch so Boxen und da kannst du dir so diese Krebse selber züchten. Alter, gib dir das. Hey, alles voll mit Krebsen, das kannst du ja keinem erzählen. Und hier schon. Also immer bei Ebbe runter ins Wasser. Dann gibt's Krebssuppe noch. Oh, guck, hier ist schon eine Zecke drin. Direkt Zeckenalarm. Das ist eine Spinne. Mit dem so Ding. Mini. Ja, man kann jetzt erstmal sehen, eben waren wir da drüben, sind jetzt hier reingelaufen, haben hier einen Spot gefunden, alles ist grün, spricht mehr dafür, dass das Alter. Wasser hier nicht so fix hinkommt. Ich kenne Affe überhaupt nicht so ruhig und sachlich. Kannte ich vorher nicht. Die erklärt das alles so ganz sachlich, akkurat, perfekt, wie die Lage ist. Ich kenne Affe wirklich nur von Schnick, Schnack, BAM, aufs Maul. Aber so ruhig? Haben uns jetzt hier hingesetzt, werden gemeinsam die Flasche auspacken, den Filter rausholen, trinken und dann mal hochlaufen, gucken, was da abgeht, hier vielleicht reingehen in den Wald und schauen, ob wir uns wohlfühlen. Genau. Boah, Zwillenbänder, das macht mich so glücklich. So. Zwille. Das ist dann fürs Taschenmesser. Draht. Dein Kondom. Ja. Ohne Tüte um das Kondom drum. Den Helm ohne Helm eingepackt. Das ist auch spannend. Boah, stimmt, die Fallen. Ey, wir haben so unfassbar viel dabei. Es geht einfach raus. Ist das geil. Ist das genial, Hanna. Wahnsinn. Oh, ich fühle mich hier so wohl und so zu Hause. Ich habe gar keine Bedenken, dass das nichts wird irgendwie gerade. Will man aber auch nicht so trinken. Ne? So ein bisschen andere Farbe hat das Ganze schon. Boah, ja. So, hat man ach, die haben so einen Strohhalm. Genau. Hm. Und? Schmeckt komisch. Warum schmeckt das komisch?
Komisch. Hä? Jetzt aber noch mal. Das schmeckt richtig merkwürdig. Willst du mal? Weißt du, warum das komisch schmeckt? Weil wir waren jetzt das totale Chlorwasser und so weiter gewohnt. Und das hier schmeckt einfach normal. Echt? Ich finde, das schmeckt irgendwie... Schmeckt wie bei mir zu Hause. Ja? Aus dem Wasserhahn. Okay, geil. So, wir sind jetzt hier schon unter dem Baum durchgekraxelt. Da vorne sind unsere ganzen Sachen. Und wir sind gerade am Überlegen, da geht ein Weg rein und da geht ein Weg rein. Aber Hannah sagt auch schon, das sieht hier so ein bisschen aus wie Stufen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir jetzt einfach mal Full Send reinlaufen. Ja! Full Send oder was? Jetzt aber mal rein da! Schön! Schön zu hören, dass die alle schon ein bisschen im Vorgang gelernt haben. Full Send! Fritz mit einem ordentlichen Watt und dat! Ha! Ich sag, das geht voll krank hier runter, aber man sieht's halt echt gar nicht auf der GoPro. Oh, warte, ich hab eine Mütze verloren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter, ich sehe halt gar nichts. Oh, das ist gefährlich. Kann ich mir schwer angucken, wie Affe da durch das Gestrüpp klettert. Weil ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass gleich der erste Ast schon im Auge landet. Das, also anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Bist du da durch? Okay. Ja, hammergeil. Aber hier ist aber auch ein bisschen... Oh, aber mir fällt auch auf, bei denen das erste Mal jetzt nicht so ein normaler Wald, sondern auch wirklich Gestrüpp. Viel Gestrüpp. Boah, da sieht gut aus. Boah, da, oder? Oder? Ja. Hier auch schon direkt eine Höhle. Gut gekotzt, sorry. Geil. Wir vermuten da oben wirklich irgendwie einen See oder irgendwas, weil da ist so viel Luft ohne, seht ihr das? Ohne Bäume und das ist so ein dichter Wald. Ja, da ist doch was. Oder ist da was? Ich weiß ja nicht, ob da was ist. Oh doch. Oder? Siehst du was? Heutiger Wald, Alter. Da ist mir der Wald von den Naturensöhnen und von Knossek und Saschek war das auch eher ein schöner Wald zum Durchmarschieren. Schon lieber. Bei denen ist er wirklich so schwierig und nervig zum Durchlaufen. So, und auch so dicht und wat. 0,000. Boah. Gleich mal hier einen Sturz. So, wir waren jetzt oben. Also irgendwie hat sich das nicht Heimat angefühlt. Hat sich nicht heimisch angefühlt so. Und jetzt geht das Ganze wieder runter. Dann wollen wir mal in die andere Richtung scouten. Und dann da ist ja geil. Das sehe ich ja jetzt erst. Ist das Wiese oder ist das so ein grüner Sumpfwasser? Und ist das hier am Meer oder ist das, haben wir das jetzt gerade gefunden? Weil der Spot, also wenn die Wiese jetzt hier Wiese ist, dann wäre doch geil. Ich meine, das ist ja ein super Spot hier, ne? Ja, ja, einfach guck, darum, sagt sie auch. Bevor man da jetzt irgendwie sich einen krassen Shelter oder irgendwas baut. Ja, safe. Zu gucken, dass man es am Ende nicht bereut. Ja, genau. Oh, Hannah ist schon so weit. Und ey, das kann man sich nicht vorstellen, ja, wie das hier runtergeht. Ja. Das ist so krank. Ist ein Full Send. Ja, irgendwie, glaube ich, ist das Spot hier unten. Aber ist doch Meer auch. Links ist Meer. Oder vielleicht da drin. Wir sind halt jetzt naja, ist Aussetzungsort. Da reingelaufen, aber waren noch nicht auf der Seite. Da ist halt ein bisschen mehr moosig, alles. Der Spot ist allerdings schon wieder so nicht Panama-Style, also nicht so schön Meer, clean, sag ich mal, also nur Strand, Felsen und so. Also ganz anders als unser, weil unser, habt ihr ja schon gesehen, war viel klarer Strand, Klippen dabei und eine Steilwand quasi von den Klippen dahinter. Also unser war so ein richtiger Strandurlaub. Also wirklich, ne? So ein Strand, schöner Strand. Das wäre ein Strand auch, den du dir so, wenn du jetzt so in Urlaub, Sommerferien fährst und dir da ein Fetting machst. Schön Liege drauf, Handtuch, Caipirinha in rechte Flosse, Stauderpilz in links und dann Abfahrt für den ganzen Tag. Bei denen ist so wirklich, sag ich mal, rough.
hier ausgetrocknet, aber mit ein bisschen Wasser, also so matschiger, wildnismäßiger Holz hier, fette Steine da, unschön so ein bisschen, weißt du, also so ein bisschen brachialer alles, also nicht so, da würde ich mich persönlich jetzt nicht wohlfühlen an dem Ort. Das ist für mich so richtig wild, ne? Schön wild so ein bisschen. Aber so ein Ort auch, wo so vielleicht auch mal so ein Bär oder was chillt. Also wo einfach so ein ja, ich, sagen wir mal so, das wäre für mich jetzt so ein Tierstrand. Weißt du, wo jetzt so der kanadische Schwarzbär sagt, okay, ich fahre jetzt in Urlaub nach Vancouver Island und lass mich da mal nieder, trink da so ein bisschen braunes Wasser von der Quelle direkt am Fluss, am Meer dran und stürzt dann nochmal einen Baumstamm oder was einmal um die eigene Achse rum und hab dann Urlaub und fahr dann wieder zurück irgendwie dann nach Ontario oder was, Toronto rein. So der Vergleich jetzt. Fände ich jetzt, also den Spot hier ist schön weitläufig und wird aber nicht schön, meiner Meinung nach. Vielleicht ein bisschen chilliger, aber irgendwie hätte ich auch Bock da nochmal frontal rein. Naja, irgendwie schon idyllisch. Oh! Mal den Drohenshot. Hier seht ihr ja am Drohenshot. Hier sind wir. Oh, hier ist schon ein bisschen mehr. Hier aber alles Felsen, ne? Ihr seht, was ich meine. Bei uns sehr, sehr viele Felsen, sehr roughe See. Und was man jetzt, wo unser Schild hier vor ist, es war ja auch hier alles Felsen, hinter unserem Strand. Hier ist ein kleiner See, sieht man. Hier ist so eine kleine Bucht nochmal, so Mini-Buchten. Also nicht, wir sind so ein bisschen eingeschlossen, im Gegensatz zu jetzt Trimax und Rumatra oder was, die hier so einen riesen Strand haben. Sind wir hier auf unserem kleinen Fleck. Wasser, Wasser, Wasser. Ja. Boah, diese Wasserflasche. Ja. Ein bisschen gelb ist das Wasser schon, ne? Aber durch den Filter kein Problem. Auffüllen, dass jeder von uns immer 1 Liter zu trinken haben. Ja, immer umgefüllt. Hatte jeder seine eigene Pulle dann immer. Ja, meine Pulle war immer die Flasche hier, die richtige, die Nalgene-Pulle. Und Joeys Pulle war immer hier das labrige Dingen. Immer hier umgefüllt, 2-mal aufgefüllt die Pulle. Hier durchgeschleustert Wasser in die Pulle rein. Es kostet jede Menge Zeit, aber Wasser ist Leben. Ohne ja. Wasser sind wir in 2 Tagen... dehydriert und raus. Wasser ist Leben. Hey, ich habe gerade schon mal rausgefunden. Ich habe hier einen Stein gefunden. Jetzt hört zu. Lifehack, wenn ihr in meiner Wildnis seid und was vermisst. Er hat die übelst glatte Fläche. Also ja. Der ist wirklich so richtig glatt, als wäre der geschliffen. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Und jetzt habe ich hier gerade dran geleckt. Ja. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei, ja. Aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Ja. Das lenkt ab vom Hunger haben. Und klar, ist jetzt, also wir wurden wahrscheinlich... Stein, jetzt, ha, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ein Informationsky kommt zu so einer Scheiße. Steine bestehen in erster Linie aus Mineralien, darunter auch verschiedene Salze. Je höher der Salzgehalt, desto stärker schmecken Steine das... Also jetzt leck mich doch am Arsch, dass da eine Infotafel kommt, das kann ich nicht glauben oder was. Alter, ihr glaubt doch wohl nicht ehrlich, dass ich das hier irgendwie jetzt erzählt habe, weil ich das so interessant oder sowas fand. Das habe ich erzählt, weil ich das erste Mal Drang hatte, Scheiße zu labern. Ich habe natürlich auch viel an Stein geleckt in der Zeit, aber ihr glaubt mir doch nicht ehrlich, dass ich das erzählt habe, weil ich glaube, dass ich da wirklich jetzt einen Kaugummi dran gefunden habe. Hab ich, aber ich hab dann vor allem rausgehauen, weil ich mir dachte, komm, geil, raus damit. Und jetzt steht hier eine Infotafel, weil ich da irgendwas erzählt hab. Das rührt mich. Das hat ja wirklich was mit Wissenschaft zu tun gerade. Alter, jetzt bin ich aber gerade... Also pass auf, jetzt bin ich Wissenschaftler. Jetzt bin ich Wissenschaftler. Warte mal. Wissenschaftler. Wissenschaftler tragen irgendwas. Wartet. Wissenschaftler sind doch bestimmt... Ich trage jetzt eine Kette. Irgendwas muss ich ja tragen. Da ich, also ich wollte alles, aber Wissenschaftler, das ist mir neu. Da ich, komm. Warte, jetzt aber, wenn ich noch so eine Infokarte krieg, dann flippe ich aus. Nicht mal vor einer Stunde ausgesetzt oder sowas. Aber man weiß ja, wie das ist. Der Rhythmus ist noch eingestellt auf Hunger haben und sowas. Ja.
Steinlecken, das is it. Ich hoffe, das ist wirklich auch an Tag 10 oder so was noch geil. Jetzt gerade hilft es wirklich enorm. Muss ich dem Joey gleich mal direkt mitteilen. So, und jetzt erzähle ich euch noch was. Folgen kamen ja auch schon auf Freebie, ne? Und jetzt erzähle ich euch was. Neulich kriege ich das erste Mal seit Monaten, kriege ich eine Nachricht von meiner Ex-Freundin. Ich dachte, nicht vor Monaten. Ich habe also Monate nichts gehört. Neulich kriege ich eine Nachricht von meiner Ex-Freundin. Denk mir, was ist denn jetzt passiert? Wieso? Was ist denn jetzt los? Schreibt, ich sehe dich gerade im TV, wie du an einem Stein leckst. Sag ich, ja, das ist ja wohl jetzt nicht wahr, ne? Da wusste ja nicht mal, dass die Szene rein ist. Ich dachte, die wäre so dumm, die kommt bestimmt nicht rein. Schreibt mir meine Freundin, weil sie in ihre WG oder was Ex-Freundin, sorry, Anna, Ex-Freundin, sagt sie, ich bin in die WG reingekommen und sehe dich auf dem Fernseher, wie du an einem Stein leckst. Sag ich, das kann ja wohl nicht sein. Das erste Mal, dass du irgendwas wieder von mir siehst nach Jahren und dann so was Psychopathisches oder was. Sie so, ja, aber ist doch geil. Ja, finde ich Wahnsinn. Weiter, also der Steinlecker. Ich habe übrigens was gefunden. Was? Keine zu großen Hoffnungen, aber ein Kaugummi-Ersatz. Ja? Ja, ich habe tatsächlich so einen Stein gefunden. Der ist ganz glatt. Und kennst du so diese Lutschbälle von früher, wo man so dran gelutscht hat? Ja. Wir kannten uns ja nicht. Diese Szene von der ersten Folge, wo Joey erklärt, dass das ein absoluter Albtraum mit uns beiden zusammengeben könnte, wenn wir uns nicht verstehen oder sowas. Das hat der ja wirklich ein paar Minuten vorher gesagt. Das ist ja jetzt eine neue Folge. Aber in Real Life hat er ein paar Minuten vorher gesagt, sagt, oh, wir kennen uns gar nicht, aber er sieht aus wie ein töfter Kerl. Hoffentlich, ne, wenn wir uns nicht verstehen, dann wird das was. Und die erste Situation, wo er da hinten das über mich erzählt hat, kommt er rübergelaufen und das erste, was er nach diesem Satz von mir hört, ist, ey Joey, ich hab Kaugummi-Ersatz, muss einfach mal schön an einem Stein lecken, Bruder. Also da kann ich glauben, der hat sich echt gedacht, das wird Albtraum. Ja, das gleiche habe ich irgendwie damit auch gemacht. Bisschen Geschmack, salzig durch den Stein. Ja. Und wenn man dran lutscht, ist, finde ich, so ein Kaugummi-Ersatz. Noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Gerade rausgefunden. Ich saß da, hatte Langeweile. Sehr gut. Also, wir haben Kaugummi jetzt. Wasser, jetzt braucht man nur noch richtige was zu essen. Das dauert noch ein bisschen. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen Beschäftigung. Was zum Lutschen, was zum Trinken. Und jetzt ist es doch schon optimal hier eigentlich. Okay? Der Sommerurlaub kann beginnen. Daran sieht man schon, boah, ist der Typ Mangos, denkt er sich, wenn er nur den macht. Herrlich, herrlich, alter Lachs. Aber noch so ein Ding, wie sehr triggert euch, warte. Da, dieser Scheißpickel. Boah, ich dachte mir die ganze Zeit, weg, komm, raus damit. Also jetzt gerade dachte ich mir das. Ah, und dieses Schild an der Kappe. Boah, das tut mir wirklich leid, das können die reinschlagen in die Fresse gerade. Und jetzt ist es doch schon optimal hier eigentlich. Der Sommerurlaub kann beginnen. Jan hat was entdeckt. Oh, und ja. Und wir haben ja die große krank. Kamera. Und damit können wir zoomen. Und da auf gefühlt 70 Meter. Das war krank. Ist ein Adler. Weißkopfadler. Weißkopfseeadler heißen sie, meine ich. Wir gucken uns das mal hier genauer an. Bin ich gespannt. Ja! Boah, als ich das gesehen hab, ne? Das Viech gesehen hab, dachte ich mir, jetzt ist aber wirklich wahr. Also jetzt bin ich in Kanada. Da dachte, das war ja kurz nach der Aussetzung. Auf einmal sehe ich dieses Dingen. Ich dachte mir, ich habe doch nicht wirklich dieses Ding gesehen. Und dann kreist der die ganze Zeit da umher. Ich dachte mir, Alter, diese Kamera raus. Das Spielzeug, den Camcorder, raus damit. Und einfach zugeschlagen. Und dieses Vieh kreist die ganze Zeit. Ich hatte wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da für ein Feeling in mir hatte, jetzt mal auf ernste Basis. Als dieses Ding da gekreist, ich habe das ja erst so beobachtet, dachte mir, jetzt hole ich meinen Camcorder raus, hoffentlich kriege ich das nochmal. Und dann so eine Aufnahme. Guckt euch das mal an. Dann standen wir da zusammen und haben dieses Ding. Also ich habe dieses Ding gefilmt. Joey stand daneben, hat auch die ganze Zeit, wow, boah, krass. Absolut majestätisch. Weißkopf, jetzt nochmal. Weißkopfseeadler heißen sie, meine ich. Wir gucken uns das mal hier genauer an. Professor. Bin ich gespannt. Boah. Er sitzt einfach. Er fliegt hin und her, er sitzt da.
Er macht uns das Leben zum Paradies hier. Der beobachtet uns. Ich sag dir eins. Der hat sein Nest irgendwo hier, ich glaube. Weil er wacht, weißt du? Ja. Und wäre ja schon längst weg, hätte keinen Bock auf uns. Aber ich glaube, dass er eventuell hier irgendwo sein Nest hat. Oder das ist einfach sein Revier und der jagt hier, weil er stand da vorne auf dem Felsen. Ja. Und der guckt sich an und sagt, wer sind diese zwei Europäer? Kann ich hier so suchen? Wir sollen hier abbauen, ne? Wir sind in 14 Tage weg, also nur kurzen Urlaub. Diese Momente, wo wir zusammen gelacht haben, die waren einfach herzerwärmend. Alter, diese Lache ist doch wirklich einfach nur herzerwärmend, oder von Joey? Mein Gott, ist das eine schöne Lache. Ehrlich, also das, ich finde es wirklich, es ist so eine unfassbar sympathische Lache. Ah, also das war wirklich ein Moment, da ging es mir so gut. Ausgesetzt worden, mit Joey alles noch am Realisieren. Auf einmal dieser Adler, im Wasser auch Tiere. Robben, hier hinten Wale. Ich dachte, es kann doch nicht sein. Ist ja wirklich so, wie man es aus Büchern kennt. Diesen Camcorder rausgeholt einfach mal. Dauert ja auch, bis du den rausgeholt hast und so weiter. Und dann kriegt man den so geschossen. Wir sind jetzt hier oben. Da ist der Beach. Hier ist das kleine Flüsschen. Wir sind hier oben wie in einem Wachturm. Oh, schon wieder. Durchfall, ich spiel richtig. Ja, wir haben die falsche Bäre jetzt schon drin. Ich muss mal kacken. Echt. Ihr könnt euch auf eines freuen. Ich glaube, wird gut. Wird gut. Wir sind vorsichtig, wir sind umsichtig. Okay, wir könnten, aber hier, was sagst du denn zu hier? Ja, eigentlich super. Guck mal, wenig Mücken, viel Durchzug. Ah, ich sehe schon ein paar Mücken, aber. Soll das jetzt die Toilette? Viel Material, viel Moos, viel Zeug. Jägerbett hier hin. Ah. Leider wenig Naturdach. Aber dann bauen wir uns ein Dach. Muss kacken, Mann. Das muss er kacken. Knossel, ich kack jetzt! Passt. Bitte kein Durchfall. Das war aber jetzt eine Welle. Das war jetzt nicht, was irgendwie reingedroppt ist, oder? Wir hören nochmal rein. Bitte kein Durchfall. Was da? Rein oder Welle? Weiter, egal. Unverdaut. Grün. Ist einfach grün. Nein, komplett Beere? Grün. Ah. Hast du es gezeigt? Daran siehst du, dass dann auch Freunde im Vorgang waren. Die beiden, schön, 4 Meter auseinander, Hubeck am Kacken, Knossek daneben am Kontrollieren. Welche Farbe? Geht's ihm gut? Wird er getroffen? Fällt er um von seinem eigenen Schiss? Freundschaft. Wir müssen uns dran gewöhnen. Wirklich. Wir teilen uns reden. Wir müssen. Moment. Nein, wer ist so? Wir werden uns so intim kennenlernen. Ich sehe jetzt deinen Stuhlgang. Ich habe noch nie deinen Stuhlgang gesehen. Und? Wo ist aber? Gut. Was spielst du? Ah! Ja. Film mich. Jetzt ist der Moment da. Du sollst ihn sehen. Ja. Ich bin bereit. Das, was hinter uns ist. Wirklich? Ja. Hose weg, runter. Ich mach gleichzeitig. Okay? Wir machen gleichzeitig. Ich mach's jetzt. Du sollst ihn sehen. Und ich mach's jetzt auch. Eins sei dir bewusst, okay? Ich war gerade im kalten Meer. Demnach bitte. Deine Ver- oder Beurteilung? Ich beurteile gar nichts. Ich einfach das mal kurz gesehen habe und fertig. Wir machen gleichzeitig. Sag mir, wenn du bereit bist. Eins, zwei, drei. Ja, genau so muss das sein.
schön. Wirklich schön. Chat, was sagt er? Was sagt er, Chat? Welcher ist größer, links oder rechts? Hä? Was meint er? Links, links, Mitte, links. Ja, okay. Eindeutige Nummer. Alter. Gleich kreist der Heli nochmal oben her und filmt nochmal so einen Aftershot nach der Aussetzung. Bist du gar nicht beschnitten? Bist du beschnitten? Ja, klar. Alter. Boah, der ist aber auch jetzt ist kalt. Will ich doch sagen. Alter, hast du ja die Hände gerade mit der. Na! Nein, okay, jetzt reicht's. Okay, jetzt kann die Woche kommen. Okay. Zwei Wochen. Alles gesehen. Kacke, Stuhlgang, Zipfel. Aua. Weltklasse. Jetzt muss losgehen. So. Da ist ein kleiner Krebs geklettert. Einen kleinen habe ich gesehen. Jetzt muss es aber echt losgehen. Wir haben schon erkundet. Unser Schamgefühl haben wir damit eben auch bereits jetzt. Guck, wie die Krebse mich angucken. Komplett. Ja. Schamgefühl ist weg. Ist weg. Das ist jetzt weg. Jetzt müssen wir Shelter bauen. Es wird finster, echt. Let's go. Ja, das war eine Weltklasse-Szene. So, einige Stunden später. Wir sind wieder bei unserem Spot angekommen. Scouting haben wir jetzt beendet, es hat sich aber gelohnt. Wir haben sehr viel Zeit verbraucht, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wir wissen ja jetzt ein bisschen, wo ein See ist. Wir haben einen sehr langen Weg genommen und haben dann einen viel, viel kürzeren Weg zurückgefunden. Genau. Haben Birken gefunden. Ja. Bären. Bisschen Müll. Also Bären mit Doppel-E. Sieht schlecht aus. Ja. Stehen da ein paar am See rum, aber nicht nennenswert. Und alles andere sieht auch schlecht aus. Pilze, auch gar nichts. Alles vermodert, alles kacke. Ich kann mir das gerade nicht angucken. Ich denke die ganze Zeit daran, wenn ich damit Ette, Jasbeck oder Dwayne wäre. Lanzenkampf. Hinlegen, spreizen, Steine werfen. Wer trifft? Wer braucht weniger Würfe? Ha! Schön aber. Wir haben hier wunderbares Wasser. Seht ihr, wie gelb das ist? Ja. Schön, oder? Kennen wir aber schon. Das ist Waldwasser, ist halt so. Riecht so. Zumindest aber nicht kacke. Tuch von meiner Freundin, sorry. Muss jetzt weg. Lass mal auf Spannung machen. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Stoff, weil wir müssen die ganzen Schwebstoffe so jetzt. Viel, ja? Nein, natürlich nicht. So viel, ja? So, ja, vielleicht so? Ja, vielleicht. Fühlt sich nicht gut an. So ist halt Squat. Ne? Ja. Zack. So. Sehr gut. Stellen wir das hier drüber und hoffen, dass es einigermaßen durchlässig ist. Schau. Ja! Oh ja. Oh ja. Das ist doch geil. Was ist also setzt sich unser Filter zu schnell zu und deswegen direkt mal vorfiltern. So, aber wir brauchen noch viel mehr Wasser. Ja. Hast du auch so doll Durst wie ich schon, Alter? Alter, hör auf. Ja, 2 Stunden, 3 Stunden durch den Wald gelatscht. Ja. So, 1 Liter gefiltert. Hier, es ist immer noch gelb das Wasser, aber... Ja, hier gerade im Chat heißt es Schneesinn und ich. Schneesinn 257 und ich da, das wäre die absolute Endstufe. Also ich glaube, da würde auch kein Clip reinkommen, weil er zu räudig wäre. Ihr habt ja schon mal gesehen, Spucke fangen, ins Maul, ja, auch mal ins Maul pissen. Tut mir leid, aber was man halt so spielt, wenn man zu zweit lange Zeit verbringt, wenn man sich halt gut kennt. Ne? Passt dann damit aber auch gut zum Deckel. Wenn ich mir das vorstelle, dass andere Teams jetzt abkochen müssen, Alter. Ist aber safe. Ganz schön gierig. Ich hab richtig Durst, ne? Mhm. Wir bauen jetzt erstmal nur irgendwas, wo wir halbwegs ordentlich drauf pennen können, legen uns da drauf. Und morgen, wenn wir den ganzen Tag Zeit haben, richtig, geht's dann in den Shelterbau. Ja. Und je nachdem, wie die Flut steht, oh, Alter, das halt hier richtig aus der Flasche raus. Und je nachdem, wie die Flut steht, geht's dann hier an der Küste auch ins Angeln rein. Ja, weil wir fühlen es gar nicht im Wald irgendwie. Nee. Also da hinten, da ist es so trostlos, du kannst gar nicht weit gucken, weil hier alles so dicht ist. Das wird uns so auf den Gemüt schlagen, das ist uns zu risky, dass wir da durch rausgehen. Wir wollen weiten Blick haben, das ist geil hier.
Ja, aber wir müssen wirklich aufpassen, weil das Wasser steigt extrem hoch hier. Und deswegen müssen wir ein bisschen weiter nach da bauen. Wir machen uns den Weg frei, dass wir nach draußen sehen können, das ist ganz wichtig. Als nächstes bauen wir quasi die Säge auch. Genau. Schnitzen das stecken das Messer zusammen. Tag 1 ist krank, Leute. Es gibt so viel zu tun, deswegen müssen wir direkt weitermachen. Alter, die waren auch schon die ganze Zeit nicht mehr, ne? Die waren auch nur am Anfang, Fritz und Martin. Also, wir haben hier gerade mal ein bisschen rumprobiert. Keine Ahnung, so 5 bis 10 Minuten. Und wir haben uns dazu entschieden, tatsächlich einfach eine Fläche zu roden. Wir haben hier hinten super viel geiles Baumaterial. Wir sind hier erhöht. Wir haben trotzdem einen Blick auf den Ozean. Ja, krass. Und diese ganzen Sträucher, die ihr gesehen habt, schneiden wir jetzt einfach weg. Und man sieht ganz gut, vorher sah das halt alles so aus. Und wir machen uns jetzt hier erstmal. Boah, krass. Wir machen uns jetzt hier erstmal eine schöne Fläche, um dann hier eventuell ein Lager aufzubauen, vielleicht sogar die erste Nacht zu verbringen. Also wir haben tatsächlich keine andere Wahl, weil es gibt nirgendwo irgendwie einen richtigen Platz. Und wir müssen uns tatsächlich jetzt wirklich einen erschaffen. Und ich bin tatsächlich extrem froh, dass wir eine Säge haben. Dass wir eine fertige Säge haben, zusammengeschraubt. Ja. Let's go. Ohne hier. Aber ist da nicht überall Wurzeln, also so spitze Stämme, die dann da auf dem Boden, auf dem Schlafgemach irgendwie dann auch hochkommen? Ist sowas nicht dann der Fall? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder ist das irgendwie alles nur so Gestrüpp, was irgendwo einen Ursprung hat und quasi nur über dem Boden schwebt, aber dann dem Passanten das Leben verdammt schwer macht auch. Irgendwas zu basteln zu müssen, sondern der Griffrand fertig. Reingeschraubt, große lange Säge, Abfahrt. Handschuhrand fertig. So, nur mal kurz. Sorry für. Hier ist, das ist jetzt der Ausblick. Alter, da hinten aber die, was ist das nochmal? Krombacher oder Betburger? Diese, kennt ihr diese Insel? Diese, wie geht das nochmal? Diese Krombacher-Werbung. Hinten, hier. Das ist halt schon. Und da ganz hinten, da kommen wir her. Gut. Gehen wir ein Stück zurück, damit man das mal sieht. Ja, ist halt faktisch, es sieht halt krank aus, ne? Was man noch dazu sagen muss, ist krass, der ganze Boden hier unten ist Humus, ne? Es ist wirklich richtige Erde, aber der ist klitschnass. Ah, scheiße. Weil hier natürlich immer Feuchtigkeit drin hängt, auch der Nebel vom Meer zieht hier rein. Also da müssen wir echt gucken, dass wir dann auch was bauen, wo wir vom Boden wegkommen. Aber wir müssen uns überhaupt erstmal eine Fläche schaffen, wo wir überhaupt mal existieren können. Das ist krass. Ja, wo man einfach mal eine Tasche hinlegen kann und sie wiederfindet. So, wir müssen jetzt hier rein. Haben wir Loch gebuddelt. Das Ding kommt da jetzt rein. Alter, das ist aber smart. Dann kommt da der Sand wieder drauf. Aber auf dieses Bett legt man sich doch nicht drauf. Aber richtig hoch. Die haben ja keine Matratze. Ah, doch! Stimmt! Tut mir leid, ich hab was vergessen. Natürlich, ach klar, eine Matratze. Natürlich haben die eine Matratze. Schön im Loot, alles mit dabei. Matratze, Seil, alles. Klar, da kann man sich auch mal einen Lattenrost fertig machen. So, daran. Und da kriege ich so einen Helm, wenn ich dran denke, dass die am ersten Tag eine Matte finden. Und dann müssen wir halt hier noch ein paar mehr Stöcker reinstellen fürs Bett. Aber ich freue mich darüber, dass ich einen Kaugummi-Ersatz gefunden habe. Schön, den ich da dann auch mal die Mineralstoffe entziehen kann, wie ich gerade gelernt habe. Dass ich da auch Mineralstoffe gesammelt habe, als ich den gefunden habe, wovon ich nichts wusste vor der Zeit, in der Zeit da. Aber die freuen sich halt über eine Matratze. Klar, was man halt so auch dann mal findet, wenn man irgendwo am Arsch der Heide oder was irgendwo ausgesetzt ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, wo diese Matratze herkommt. Diese Matratze kommt von irgendwo her. Und ich glaube nicht, dass die den Umweg irgendwie von Amerikas Festland einmal nach da genommen hat. Ich könnte mir eher vorstellen, aber die wird doch aufgeweicht. Die kommt doch nicht von China oder was nach da runtergeschwemmt und ist noch in dem Zustand. Die sah ja noch genial aus, die Matratze. Die muss doch irgendwo, ich weiß nicht, wo die herkommt. Das frage ich mich gerade, die war doch noch ein guter Zustand, die kann doch gar nicht, vielleicht ist die auch gesegelt gekommen, irgendwo. Tornado gewesen, hoch in der Luft und dann ist sie ein bisschen geschwebt und dann unten da, aber die kann doch nicht durchs Meer, die sähe doch nicht so aus, oder? Malaysia, sagt Trimax. Trimaxes. Ich habe gerade mal überlegt, wie man Trimax, das EK noch, Trimaxek, aber Trimaxesphere ist eigentlich, finde ich, noch besser. Achso, die haben leider sehr viel Zeit. Chromatrek und Trimaxes. Verschwendet. Heute. Nein, nicht verschwendet. What the fuck? Wieso nicht? Weil es einen Weg wissen wir nicht geht. Und wir haben die ganze Zeit wieder gewonnen.
mit dem, wir haben so viel Fahnen, so viel Wand gefunden, eine Isomatte. Ja, das stimmt. Ofen haben wir gefunden. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist schon recht. Guckt euch diese Matratze an. Also wir können hier einen sehr coolen Shelter bauen. Definitiv. So, Zwischenupdate. Du machst das in der Dachkonstruktion. Ich hole weiter Äste für Lattenrost. Treibholz ist ultra geil. Ist aber relativ schwer, wenn da noch Feuchtigkeit drin ist. Und das feier ich das Bett. Also es ist wirklich sehr schwer. Aber dafür sind sie schon entastet und man muss sie nicht entasten. Vor- und Nachteile, aber ist auf jeden Fall cool, dass das schon so in Größen rumliegt. Ja, mit ganz wenig Kraft. Flacher. Digga, das ist so krankhartes Holz. Das ist nur zu 20% nicht durchgesiegt. Stark. Geiles Geräusch. Hab's dir gesagt. Los, rüber damit. Haben wir so mit Physik das Ding durchgemacht. Ich frage mich gerade enorm, wie die darauf pennen, weil diese Matratze, klar, die ist geil, aber die ist halt geil für den Boden. Die macht halt auch nichts, wenn du da Lattenröste aus fettestem Totholz baust. Wie legen die sich denn da drauf? Das ist doch scheiße. Oh, jetzt kommt wieder ein spannender Moment. So Leute, Operation braunes Wasser tritt in Kraft. Es ist klar, es hat keine Pigment oder irgendwas. Es ist super cool, außer dass es braun ist. Aber es stinkt noch nicht mal, es riecht nach nichts, aber es ist braun. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben jetzt 2 Mikroforte reingepackt, nicht eine halbe Stunde gewartet, sondern eine Stunde. Was ist? Ja! Was denn? Ja, riech mal dran und sag mir noch, was es riecht. Chlor. Das riecht so geisteskrank nach Chlor. Wenn da noch irgendwas lebt, dann keine Ahnung, was dann los ist, ne? Ja, klar. Das ist. Aber das Gute ist, da schmeckt hier in Kanada eine Cola Zero. Ey, ich hatte wirklich Schiss vor diesem Wasser. Ja? Und jetzt, wo es so nach Chlor riecht, bin ich so glücklich gerade. Echt, okay. Du nicht? Also, wer probiert zuerst? Wollen wir erstmal bei einem kleinen machen nur? Ich probier jetzt gerne. Okay. Schüttel die Flasche nicht so. Das war gut, aber ja. Und? Gibt's jetzt Kraft? Ja, geisteskrank viel Kraftwasser ist Leben, Alter. Oh! Und? Romatrek und Joey, aber auf dem gleichen Film drauf. Leben ist Wasser. Wasser ist Leben. Das sind, glaube ich, so Survival-Weisheiten. Boah, schmeckt halt wie ein Schwimmbad, ne? Brauchen wir 2 Tabletten reingemacht. Was 1,5 Liter sind. Stimmt. Und ja, das stimmt. Echt dreckiges Wasser ist. Ja, die Rotzbremse, die fehlt halt auch nochmal. Aber das ist geil, habe ich auch. Ist gerade jetzt im Winter auch wieder enorm wichtig, so ein Ding zu haben. Das filtert wirklich nochmal so alles raus. Aus jedem Essen, aus jedem Trinken, aus der Nase atmen, das filtert wirklich alles nochmal doppelt. Ja. Scheiße, ist nicht mehr Wasser. Ja, ich auch. So, langsam, aber sicher geht jetzt die Sonne unter. Und wir haben unser Scouting erledigt. Hanna und ich, zumindest nicht erfolgreich. Die haben keine Seen gefunden, aber das ist auch okay. Das Leben geht weiter. Der Spot unten ist ja ganz geil. Das heißt, wir werden jetzt da unten reinlaufen und denke ich dann die Tage das Shelter auf der rechten Seite Moos errichten, oder was sagst du? Ja, hätte ich auch gesagt. Auf jeden Fall. Ich finde, das machen wir gut. Oh, guck mal, wie klein du gerade aussiehst. Nice. Boah, ob die Natursöhne schon ihr fettes Shelter hingekloppt haben hier. Ja, Natursöhne, safe Villa einfach. Noch gar nicht. Egal, Alter, wir sind 3 Kilometer gelaufen an Tag 1. Die sollen alle ihre Schnauze... Oh, ist schon richtig auf Krawall jetzt hier. Ja, endlich. Oh, Schnauze, wir sind... Ja, jetzt lassen wir die Aggressionen raus hier. Schuhe auch schon komplett nass. Jetzt ist einfach egal, Hanna. Ich lieb's. Wir haben Geld voll. Also ich find's einfach voll geil. Aber wo pennen die denn jetzt? Da einfach. Spürst du es auch gerade? Ja. Spüren wir es beide nach dem fucking Tag hier. Wirklich, die ganze Zeit irgendwo, wir filmen ja auch nicht alles, ne? Aber man fällt einfach teilweise in so Schlitzen rein, Bein bleibt stecken, Schuh bleibt stecken. Man denkt sich so, was geht hier ab? Schlitzen. Und jetzt einfach. Man fällt in Schlitzen rein. Das finde ich aber auch. Also die Mehrzahl von Schlitz, habe ich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Schlitzen? Ist doch nicht die Mehrzahl, oder? Die Schlitten, einfach nur mit E.
einfach diese... Die Schlitze. Jetzt fühlt es sich gut an. Und genau deswegen macht man das, damit man weiß, man baut das Shelter an dem Ort, wo man sich heimisch fühlt. Und irgendwie... Ich habe gerade einen Hoch. Alter, okay. Okay, spannend. Hier sehen wir jetzt mal, wo die sind. Die wurden hier vorne ausgesetzt und haben sich hier durch... sind hier durchgelaufen. Hier wurde der Rätsmann circa irgendwo erfunden. Hier wurde er nochmal angewandt und jetzt sind sie irgendwo da. Aber danach wird's halt auch dicht. Boah, Alter, diese Weiten. Guckt euch diese Weiten. Geil ist das. Aber ist halt auch nur mit einer Drohne geil. Wenn du da unten stehst, ist es halt so scheiße, siehst nichts davon. Boah. So, dann da, so. Holz ist hier genau in diesem Spot extremst Arsch, habe ich das Gefühl. Okay, was ist mit denen da? Und diesen ganzen Bäumen hier. Lass die nehmen, Bro. Ich glaube, mit denen können wir was anfangen hier. Ja. Hier mit so einem. Für einen Tripod? Für einen Tripod, ja. Sägen wir ab. Okay. Der hier, Bro, ja? Hier der. Ja. Säg den mal nieder. Der und der daneben auch wahrscheinlich. Ja. Wundervoll. Und noch mal rein. Hier, oder? Ja. Okay, Freunde, das hier ist der Tripod. Das hier ist jetzt unsere zwei Tripods. Mit dem ersten, mit dem hier, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich sag ehrlich, der hier ist nicht so ultra geil geworden, aber das hier ist eh jetzt eher nur so vorübergehend, dass wir heute einfach rüber, also über die Nacht kommen. Und dann versuchen wir morgen da hinten das zu erkunden und hoffen, dass da ein See ist, Bro. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, Dominik ist hier am Shelter dran. Bei mir ist aber ein ganz anderes Problem. Bei mir ist gerade Alarmstufe braun. Von braun. Alarmstufe braun ist bei mir gerade das Problem. Ich muss, seit wir losgefahren sind, übelst scheißen, aber ich konnte nicht, als wir losgegangen sind. Und jetzt... Ich sag mal, jetzt geht's halt los und ich glaube, es ist smart, wenn mein Körper frei ist von der Scheiße. Das stimmt natürlich. Befrei dich. Deswegen, Freunde, bauen wir uns jetzt aus meiner langen Unterhose ein kleines Klopapier. Was? Gehe ich irgendwo dahin oder da im Wald, weiß ich noch nicht. Der wusste. Dann machen wir's. Damit losgeschissen. Was? Warum denn jetzt eine lange? Warum denn jetzt die lange Unterhose als Klopapier? Das checke ich aber wirklich nicht. Hä? Das wusste er doch vorher, dass er scheißen muss, oder nicht? Sei da, bevor du scheißen gehst. Ja. Ja. Dankeschön. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich das nicht an Tag 1 machen muss. Hier wird's geschehen, Freunde. Hier wird's geschehen. Ach du Scheiße, Digga, ich teile mit dem Internet jetzt, wie ich scheißen gehe, Bruder. Was geht ab? Alter. Das war ein richtiger Chunker. Ey, rest in peace an dem Bruder hier. Warum? Bruder, da ist doch überall Wasser. Hä? Bro, das lief gut. Let's go. Puh, jetzt fühle ich mich viel besser. Wo? Das war super worth it. Sehe ich nicht. Ich glaube, euch hat Code Braun gefallen. Wenn unser Spot sich morgen nicht verbessert, sage ich euch ehrlich, dann wird es auch der letzte Code Braun gewesen sein. Ich finde halt geil, dass ich da was anderes anhab, als dann auch wirklich endgültig da vor Ort, weißt du? Dass ich da in dem Hero-Shot, den wir hier haben, was anderes anhab auch. Joey ist stabil geblieben, ne? Genau das an, was er da anhat. So, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich mache Parkour und ich habe mir als Challenge gesetzt, schon bevor ich wusste, dass ich überhaupt hier reingehe, dass wenn ich es ins Format schaffe, ich probiere jeden Tag mindestens ein Salto zu machen. Jetzt habe ich noch die Meisterenergie, das heißt, heute fällt es mir nicht schwer. Sehr, sehr schwere Schuhe allerdings. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und mache das Ganze da von der Klippe. Ist quasi der erste Klippensprung auch hier von dem Aufenthalt. Rückwärtssalto, einfach mal rein. Jetzt aber mal rein. What the fuck? Alter, herrlich. Geil. Okay. Okay.
Da stand ich auch wirklich nur mit dem Zehennagel drauf auf diesem Absprung. Also das war schon wirklich, da dachte ich mir, boah, jetzt falsch aufkommen und Joey hasst mich endgültig. Erst habe ich ihm was von den Steinelecken erzählt, dann den Flip. Alter, lag's geil. Ja. Backflip Nummer 1 von dem Aufenthalt. Check. Ja, sehr. Ja. What the fuck? Nicht schlecht. Danke. Jan hier. Ja, sehr. Geil. Und Jan, erster Tag. Wir haben gleich, geht die Sonne unter. Also eine Stunde, eineinhalb ist dunkel. Ja, ich bin bereit für den ersten Schlaf. Wir haben sehr wenig geschlafen, auch in der Vorbereitung, bevor wir ausgesetzt wurden. Ich wäre gerade bei einem kleinen Mittagsschlaf schon fast eingepennt. Also ich vermute, die erste Nacht, die wird recht easy, weil wir sehr müde sind, bisschen gejetlaggt noch. Und wir haben da schon einen Ort bereit erklärt oder bereit, noch nicht bereit gemacht, aber ausgewählt, wo wir alles schön explored. Scheißegal, hier hinten. Einfach hin, nix an Flut gedacht oder sowas. Einfach schön dahin geflätzt, fertig ist. Muss ja nicht alles exploren und sowas. Schön einfach gediegen hinten. Man nimmt, was man kriegt. Schön auf locker. Backflip, Wasserfiltern, sitzen. Heute die erste Nacht verbringen werden. Joey und ich, wir haben es gestern kennengelernt. Ich meine, ich kannte Joey natürlich aus dem Fernsehen, von sämtlichen Formaten, hab gehört, was er eh schon auch alles gemacht hat. Und ich glaube, wir kriegen die Zeit hier gut miteinander um. Und aber merkt ihr, wie unfassbar ruhig und anders ich rede? Wie respektvoll so und ruhig und ganz schwierig, ne? Ich rede wirklich, als müsste ich da gerade ein mündliches Abitur abhalten. Der erste Eindruck ist sehr, sehr gute Teamchemie hier zwischen uns. Ich hoffe, das kannst du bestätigen. Auf jeden Fall. Wir sagen erstmal gar nichts. Wir lassen laufen. Ich freue mich sehr. Jan ist ein absolut dynamischer Spitzensportler in das, was er tut, im Parcours. Und das verbindet. Ne? Ja. Menschen, die Sport machen, sind ausgeglichene Leute. Ja. In diesem Sinne. Mit links! Handschlag mit links! Da dachte ich aber auch, okay, erste Challenge des Tages jetzt aber. Auf 14 geile Tage hier im Paradise. Come on! Yeah! Einfach unsere Begrüßungsszene an Tag 1. Nach sowas. Nach so einer Rede. Come on! Aber jetzt nochmal ehrlich, was die schon alles erlebt haben im Gegensatz zu uns. Wir waren halt wirklich angekommen, haben das Wasser entdeckt, dachten uns geil, wir haben Wasser, haben nicht mal gefilmt, wo wir pennen. Kommt wahrscheinlich danach oder nächste Folge dann, wenn dann zur Nacht hingeht, aber angekommen, gefreut, unsere Sachen ausgepackt, auf ruhig. Wollten ja nicht alles direkt filmen, was passiert ist. Schön auf locker, alles mal gefunden, keine Energie verbraucht, ganz sachlich auf dem Baumstamm zusammengesessen, schönen Abend gehabt, uns ein bisschen was erzählt, kennengelernt, Piano oder was. Fuck, das sind Orcas. Oh. Was war ich da? Ach, Hilfe, so richtig. Wahnsinn. Und da oben haben wir vorher einen Wolf gehört. Und da drüben, glauben wir allerdings, ist dieser dunkle. Boah, das ist schon scary bei denen. Aber auf alle Fälle kurze Roomtour. Was haben wir jetzt gemacht? Zeig alles mal, sauber unser, gemacht. Zeig mal unseren Schrank. Da schlafen wir, da haben wir unsere Seile und Teller und so. Da oben Trockner kommt. Jetzt kommen die Dinos. Schlauchstall, den wir benutzt haben für Wasserfilter. Da ist die GoPro fixiert, da unsere Säge da hängt da oben. Hier alles entspannt, einfach die anderen wichtigen Sachen. Hier unser Schrank. Da, erster Kleiderhaken, oben machen wir nur diese Jacke dran. Hinten ist auch ein Kleiderhaken, auch nur die Regenjacke dran. Da natürlich hier noch Handschuhe, Messer. Ja gut, normalerweise am Mann. Ja? Ja. Die pennen jetzt da. Ah, okay, geil. Und da haben wir unseren kleinen Schrank mit lauter kleinen Dingen. Alles, was wichtig ist. Auch hier Bärenspray, Feuerlöscher. Hier das Erste-Hilfe-Kit. Hier die Flasche beim Eingang direkt. Da ist gerade Mikropur drin. Und tipptopp. Also ich sag mal so, alles da. So.
Ich hab eine Perücke oder was? Knoss hat mal direkt die Perücke rausgeholt. Netz von unserem Freund wird ausgerollt. Ja, alles nett. Wir versuchen jetzt echt noch einen Fisch zu fangen. Wir versuchen es wirklich. Wir haben das Glück, dass wir wirklich einen super Spot gefunden haben da. Ist extrem weich, wie ihr gesehen habt. Da haben wir jetzt noch ein bisschen angefangen, das weicher zu machen. Aber wir haben uns entschieden, es ist definitiv weich genug für heute Nacht. Feuerlöscher wird hier gefragt. Ja, ja, alle hatten Feuerlöscher mit. Hatten wir ja im Behind the Scenes schon gesehen, gab dieses Feuer, also Feuergefahr. Und deswegen mussten alle einen Feuerlöscher mitnehmen. Weil es war ja so furztrocken da, dass er hohe Waldbrandgefahr war. Und deswegen brauchten wir alle einen Feuerlöscher. Wir wollen jetzt vielleicht sogar noch was fischen. So, dieses Netz geht ins Wasser. Breitet sich aus, wir schmeißen es dann, wo kleine Fische sind, die verheddern sich da drin, holen das Ding raus und es dürfte klappen. Und heute gibt es einfach noch so 30 kleine Fische zum Snacken. Wirklich, ich weiß es nicht. Na sicher. Ich weiß es nicht, es wäre krass, aber wir haben gerade Wale gehört. Hinten, alle kleinen Fische springen vorne. Es kann, wir machen das jetzt. Mit dem Camcorder. What the fuck? Der gute alte Camcorder. Wölfe heulen. Das sind Wölfe. Wo? Wo? Hörst du das? Jo. Das sind Wölfe. Das sind Wölfe. Jetzt habe ich auch gehört. Das sind Wölfe. Scheiße. Krass. Ey, dieses Wolfsschwein, ich hab in meinem Leben, Bei denen, man muss ja wirklich sagen, Knossek und Saschek alleine schon als Team, die Dynamik sehr, sehr entertainend, aber dann auch noch dieser Spot, Alter, dieser Spot ist so schön, die schlafen einfach auf einer Aussichtsplattform, haben unten dann den Garten, hier den Strand, wo sie das Wasser noch haben, dann haben die hinten das übelst schöne Graspanorama, quasi die Pantherweide und dann noch so eine Geräuschkulisse, das macht das Ganze noch spannend. Also der Spot ist zwar scary, aber auch ultra geil, Mann. Noch nie Wolfsheulen gehört, du? Noch nie in freier Natur. Noch nie. Ich bin so gespannt, ob das jetzt klappt. Wo siehst du sie? Kannst du mir sagen, wo du was siehst? Jo, da vorne überall springen die. Wo? Wer? Fische. Oder Wölfe jetzt. Das ist der erste Wurf, den wir jemals hier machen mit einem Angelnetz. Das ist der erste Wurf, ne? Wirklich. So, es wäre. Oh shit. Ich hatte auch ein Angelnetz mit. Ich hatte überhaupt keinen Plan, wie so ein scheiß Netz funktioniert. Ich habe mir das vorher schon zwar gekauft und habe das auch mal ausgepackt, aber ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Aber ich dachte mir, ah komm, da habe ich doch genug Zeit, dann probiere ich das da einfach. Ich hätte keine Ahnung, wie man das gemacht hätte. Also werfen, das wäre mir jetzt, ich dachte, man hängt das vielleicht irgendwo auf, aber da waren Löcher überall. Deswegen, da dachte ich, macht keinen Sinn. Also, völlig Lust. Und jetzt sehe ich sie. Ja, komm. Ja, und jetzt einfach ziehen dann. Da muss man noch 1000 Jahre ziehen. Und auswerfen, ist doch scheiße. Geiler Spot zum Angeln, aber Alter, da kann man sich ja so geil mit der Angel auch einfach hinchillen. Scheint ja auch relativ, also ein bisschen tief zu sein. Der Spot ist schon wirklich geil, oder Chad? Okay, nix, aber klappt. Ach, schön klar. Zu wissen, dass es klappt. Ich sehe sie springen. Boah. Der war gut. Bin weit rausgekommen. Jetzt ein Fisch drin. Jetzt kommt der Cliffhanger. Irgendwas passiert. Was? Wo ist ein Wolf? Da drüben, Mann. Du siehst besser aus. Da ist ein Wolf, Mann. Wo? Ja, direkt beim Strand, Bro. Da ist ein fucking Wolf. Fuck. Fucking Wolf, genau da, wo wir pennen. Der Bro. Bro. Bro, da kommt. Hol dieses Messer aus. Hey. Das kann doch nicht wahr sein, dass bei den beiden auch noch ein scheiß Wolf jetzt ist, oder? Da,
Also, die beiden sind prädestiniert für ein dynamisches Duo und lustiges Duo, egal wo. Aber der Spot ist ja, also das ist ja wirklich geil. Ihr könnt ja wirklich die ganze Zeit nur die beiden laufen lassen. Wolf, Aussichtsplattform, schöner Spot, zwei geile Typen. Alter, was für eine Folge. Die hat so Bock gemacht zu gucken, ehrlich. Die hat richtig Bock gemacht zu gucken. Fette Props an Sascha und Knossek. Geisteskrankes Entertainment, aber jedes Team, das war ja ultra geil, Mann. Geil, geil, geil. Sehr geil. Bin sehr hyped auf die nächste Folge und vor allem sehr, sehr hyped zu sehen, wie wahrscheinlich nächste Folge ja die erste Nacht und vor allem, wie es bei Sascha und Knossek abläuft. Mit einem Wolf gesehen. Krank.